Ich freue mich, dürfen heute Abend wieder hier zu sein. Heute Morgen war es schon super gewesen. Genau. Aber heute Abend wird natürlich noch besser. Weil du da bist, genau. Und wir sind zumindest in dieser Reihe drin. I am the hope, genau. Das ist ein bisschen eine challenging Aussage, auch für mich immer wieder mal. Weil wenn wir die Hoffnung sein wollen und herstellen und sagen, ich bin die Hoffnung, dann komme ich ein bisschen ins Grübeln, ganz ehrlich. Weil ich mir muss überlegen, ob ich das überhaupt kann sagen. Hast du dir das auch schon überlegt? Einfach herzustellen und sagen, hey, ich bin die Hoffnung, das ist fast ein bisschen too much, oder? Außer du weißt eben, dass du bist. Und dann wird es normal und dann kannst du rausgehen. Aber wir schauen jetzt zusammen ein bisschen das Thema an, nämlich Hoffnung sein und wachsen. Und irgendwie hat das einen Zusammenhang von mir aus gesehen, weil wenn du die Hoffnung willst für andere, dann ist es sicher nicht schlecht, immer wieder mal sich zu überlegen, wo man im Leben Schritte gehen kann und kann wachsen kann. Und dadurch man wieder, kann man das sagen, reifer wird und mit mehr Lebenserfahrung kann unterwegs sein, um Menschen zu begegnen, die Hoffnung brauchen. Und du kannst für sie Hoffnung sein, du kannst ihnen Liebe weitergeben und so weiter. Ich werde dich mitnehmen in ein Experiment, das wir heute Abend zusammen machen. Nämlich, ich werde dir eine Story erzählen, wo du der Hauptdarsteller bist drinnen. Und du kannst jetzt mal die Augen zutun. Keine Angst, es passiert nichts. Tu mal die Augen zu und versetz dich mal in die Story rein, die ich dir jetzt erzähle, wo du eben der Hauptdarsteller bist. Nämlich, du bist wieder in deinem Babyalter. Und das nicht so schwierig ist, du bist so 1 bis 1,5-jährig, oder? So macht es ein bisschen einfacher. Und ich stelle dir mal vor, dass du wieder so jung bist und du bist mitten im Prozess am Lernen laufen. Deine Mami, deine Papi, die haben eine Freude, dass du dich schon überall anfängst aufzuziehen und die warten darauf, bis du den ersten Schritt machst und sie dich anführen, sie dich motivieren und du gehst auf alle denkliche Art und Weise immer wieder um. Manchmal tut es weh, manchmal grennisch, weil es nicht so vorteilhaft ist gelaufen, hast du noch immer den Kopf angeschlagen oder sonst irgendwie weh gemacht. Dein Gott und die Götti haben schon ein WhatsApp bekommen mit dir halb am Laufen und die sind auch schon stolz und voller Erwartungen, bis sie dich das erste Mal gesehen laufen. Und deine Geschwister, die sind sowieso Fan, dir zuzuschauen und spanifeln und eifern mit, wenn du endlich den ersten Schritt selber machst. Und du selber, du gehst nicht auf. Du selber, du stehst jeden Tag auf oder wachst auf. Den Wecker kennst du noch nicht. Und du sagst, hey, heute ist vielleicht der Tag. Hey, heute schaffe ich es. Hey, komm, ich probiere es wieder. Obwohl es schon x-mal bist umgekehrt, auch x-mal nicht geschafft hast und bist vielleicht schon ein bisschen frustriert worden. Aber hey, der Tag kommt, wo du die ersten Schritte machst und alle haben Freude und alle finden, wow, so gut. Hey, hast du gesehen? Und du gehst schon wieder weiter zum Nächsten, weil du willst das Leben nicht verpassen. Du bist hungrig, nach mehr von dem Leben zu entdecken, das Gott für dich parat hat. Und jetzt darfst du die Augen wieder auftun. Und ich möchte dir die Frage stellen, wie hungrig bist du noch als erwachsene Person oder auf dem Weg dazu, erwachsene Person zu werden? Wie hungrig bist du noch, wie so ein kleines Kind, etwas zu lernen im Leben, etwas zu erreichen im Leben? Nicht erreichen im Sinn von Karriere machen, sondern einfach etwas zu lernen, dein Leben zu erweitern, indem du Action Steps machst im Wachsen innen. Wachsen befeigt die alltägliche Lebenssituationen können, immer besser zu meistern. Und durch das den Menschen, die meistens mit diesen Situationen zu tun haben, ihnen können zu begegnen in Liebe und mit Hoffnung. Wachsen befeigt die. Und ich möchte beten heute Abend, dass Gott in dein und mein Leben hineinredet. Jesus, merci für den Abend, merci für die Serie «I am the hope». Das ist so das Ziel, das du für uns Menschen hast, nämlich, dass wir Menschen begegnen mit Liebe und mit Hoffnung von dir, Jesus. Und ich danke dir, uns Schritt für Schritt weiterbringen in unserem Leben ganz persönlich. Und ich danke dir, dass du unser Herz aufmachst für die Inputs, die wir bekommen heute, über das Thema Wachsen, über das Thema uns weiterentwickeln, über das Thema, das nicht nur für uns machen, sondern Menschen zur Verfügung stellen, Menschen davon profitieren, dass wir Schritte vorwärts machen in unserem Leben. Und ich danke dir, uns einfach hilft, schon dort offen zu sein, wo wir merken, hey, wir sind bleiben stehen, wir haben schon x-mal probiert, es hat nicht funktioniert, dass wir einfach dürfen neu motiviert sein,
zu wachsen und Hoffnung zu sein für Menschen, Jesus. Danke, dass du in unser Herz hineinredest heute. Amen. Es ist Gottes Idee für dich und für mich, dass wir wachsen, dass wir immer wieder einen Wachstumsschritt machen. Im 2. Korinther 3,18 heisst es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Es ist Gottes Idee, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das hast du schon x-mal gehört, ich weiss, es ist schon fast ein bisschen abgebraucht, die Aussage. Und die tönt so fromm. Und die Realität ist aber, wenn du Jesus ähnlicher wirst, dann wächst dein Glaubensleben und deine Persönlichkeit gerade automatisch mit. Und es ist nicht etwas, was über Nacht passiert. Es ist noch kein Baby mündig auf die Welt gekommen. Wenn du auf die Welt kommst, dann fängt der Prozess an von Entwicklung, vom Wachsen, vom sich weiterentwickeln, vom nicht bleiben stehen, vom Reflektieren, vom wieder etwas in Angriff nehmen. Und das Coole ist in dem innen, sagt der Vers, hast du den Geist vom Herr, der in dir wirkt. Du bist nicht allein in diesen Wachstumsschritten. Der Heilige Geist ist an deine Seite gestellt worden, um in dir innen zu wirken. Und der Challenge, den ich immer wieder habe, ist, dass ich checke, dass ich nicht allein bin. Dass ich checke, dass Gott mir seine Helfer und seine Tröster an die Seite stellt, um Schritte im Leben zu machen. Und ich bin herausgefordert, zu lernen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Hilfe zu checken und auch die Leitung durch den Heiligen Geist wahrzunehmen in meinem Leben und mit ihm zusammen die Schritte zu machen. Gott will, dass wir wachsen. Wenn es ums Wachsen geht, stellst du dir sicher auch die Frage, ja, warum überhaupt wachsen? Oder heute Morgen konnte ich definitiv sagen, ja, du bist ja schon erwachsen. Ein Teil von euch sind noch auf dem Weg dazu, erwachsen werden. Ihr seid noch mitten im Prozess vom Wachsen drin. Vielleicht seid ihr auch schon bleiben stecken, es kann auch sein. Und wenn du heute hier bist, du bist im Verhältnis zu einem Kind definitiv erwachsen. Warum sollte ich überhaupt noch wachsen? Ich bin es ja schon. Und der Duden hat eine coole Bedeutung vom Wachsen, nämlich es heisst, an Stärke, an Intensität, an Bedeutung gewinnen. Stärker werden, zunehmen. Hier darfst du ausnahmsweise mal ohne schlechtes Gewissen einfach zunehmen. An Weisheit, an Erkenntnis, an Erfahrungen, wie man das Leben lebt und so weiter. Und ich habe ein Bild mitgebracht von so einem Baum, der wächst, der immer stärker wird, tiefer verwurzelt, der immer mehr Frucht bringt, immer mehr Schatten spendet, immer unumstößlicher wird und seinen Platz einnimmt. Und so ist das Wachsen gedacht, dass du wachst, Schritt für Schritt. Und wenn ich jetzt wachsen denke, denke ich dann meistens, ja, yes, das kommt mir nicht zu gut, dann cool. Wenn ich wachse, wie die, nehme ich zu an den Sachen, die ich gesagt habe. Ich werde stärker, ich werde weiser, ich kann das Leben besser handeln. Dann geil, hey, ich will wachsen. Wie wäre es, wenn wir wachsen, nicht an uns denken? Wenn ich wachse, wenn ich mich weiterentwickle, wenn ich Schritte mache, dann werde ich ein umgänglicherer Andi, ein weiserer Andi, ein Andi, der vielleicht schneller vergeben kann, ein Andi, der Sachen nicht macht, ein Andi, der Sachen macht, weil er es gelernt hat, weil er ist gewachsen, weil er sich etwas stretchen lässt. Und das kann wieder zum Segen werden für andere Menschen. Wachsen wird dir zum Segen, dass du ein Segen sein für andere. Wachsen ist nicht immer nur ich, sondern wachsen geht es darum, dass du ready bist, um ein Segen zu sein. Und der letzte Gedanke ist, wir müssen wachsen wollen. Wir müssen wachsen wollen. Und wachsen tust du nicht von selber, du musst dich dazu entscheiden. Das heisst im 1. Petrus 2,2, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Du sollst nach der Milch schreien vom Wort von Gott, nach dem Wort von Gott schreien, wie ein Säugling so im 3-4 Stunden Takt einfach Hunger hat. Und einfach schreit, weil er weiss, hey, ich brauche zu essen, oder sie weiss, ich brauche zu essen, dann wächst sie und dann wird gross und stark. Und bei den Kindern ist es einfach, Kinder wollen werden wie die Mami, wie der Papi, wie der Fußballspieler, wie der Freund. Der Noah hat immer vom Fabu und vom Miku, die hier Schlagzeug spielen, und er hat Schlagzeugschläger schon geschenkt bekommen von ihnen. Und hat daheim ein Schlagzeug seit Weihnachten, wo er uns Tore-Trümmel gespielt.
Weil er will werden wie sie. Kinder ist nicht so schwierig, dort noch einmal herzukommen. Die Frage ist wirklich, willst du wachsen? Und Fakt ist einfach auch, wenn du nicht wachsen willst, dann bleibst du im Leben stehen. Dann tun wir dich jetzt eingefrieren und bei der Auferstehung irgendwann gehst du einfach eingefroren in den Himmel und du hast keine Entwicklung mehr gemacht. Und wir reden von dir vielleicht so ein bisschen im Sinn von, ja, der Andi, weißt du, das ist schon cool, aber wenn er mal Sachen umsetzen in seinem Leben, wäre eigentlich noch viel cooler. Aber er hat gesagt, er will nicht und kann nicht und es war bequem immer. Er war halt das ganze Leben so gewesen. Ich will nicht, dass man von mir so redet. Es ist zu viel, was noch auf mich wartet, was ich noch entdecken kann, wo mir und meinen Menschen zugutekommt. Und es tut weh, manchmal zu wachsen. Es ist ein Stretch, es ist nicht angenehm, es ist vielleicht sogar mit Tränen verbunden. Weil es eine Herausforderung ist, in gewissen Bereichen des Lebens Schritte zu machen. Und Rahel und ich haben uns entschieden, dass wir wachsen wollen, meine Frau und ich. Und wir haben das ganz bewusst gemacht. Weil wenn du wachsen willst, musst du dir überlegen, wo will ich wachsen? Was will ich machen? Welche Schritte sind dran in meinem Leben? Und wir haben Ende Jahr uns Zeit genommen, um mal zusammen zu zweit noch einmal herzugehen und unser Leben zu reflektieren und uns zu überlegen, im Bereich Gesundheit, Arbeit, Ressourcen, vor allem, was es alles noch gibt. Verschiedene Sachen, so 5 sind es. Wir haben es aufgeschrieben. Ich liebe Sachen aufschreiben und dann kannst du wieder drauf schauen. Und wir haben uns gechallenged und gesagt, hey, wo willst du wachsen in Gesundheit? Und ein Beispiel von mir kennt ihr schon. Ich habe gesagt, ja, ich gehe ins Fitness. Ich gehe ins Fitness 2x die Woche und ich bin recht gut dran. Ich bin recht stolz besitzen. Frage mich endes Jahr wieder, genau. Das sind meine Accountability Partners, genau. Ich könnte mich jederzeit fragen, genau. Und diverse Sachen haben wir diskutiert zusammen. Und das Coole daran ist, wir haben Anfang Januar schon so ein Qualitätssicherungsmeeting gemacht. Genau, wie ich dem sage. Du sagst vielleicht Kaffee und Kuchen mit Freunden, aber wichtig ist, dass du darüber redest, was du abgemacht hast. Weil du eigentlich unterwegs bist und hast mal etwas abgemacht und du hast nie mehr darüber geredet, dann hättest du definitiv Ende Jahr gescheiden gar nicht mehr darüber. Und sonst ist es eigentlich nur peinlich, weil du hast gar nichts umgesetzt unter Umständen. Und wir haben definiert, wir immer wieder darüber reden und dann auch ein bisschen challengen und vielleicht musst du ein bisschen korrigieren oder ein bisschen merken, ja, ich habe ein bisschen zu Move aufgenommen, von 2 Mal trainieren oder so, bis jetzt schaffe ich es einigermaßen. Und dann darfst du schon justieren, aber wichtig ist, dass du darüber redest immer wieder, mit jemandem zusammen das machst und dann kannst du Schritte vorwärts machen. Und ich möchte mit dir 2-3 Punkte anschauen jetzt, wie du kannst Schritte machen, ganz praktisch, in 3 Bereichen des Lebens. Im In, im Out und im Up. Oder so von der Reihenfolge her, das Dreieck, das wir im Vision Sunday hatten. Da ist oben das Up, da ist hier unten ist das In und hier aussen ist das Out. Und wir starten mit dem Up, investieren in mein Glauben. Wie sieht dein Glaubensleben aus? Du hockst hier als erwachsene Person. Du hast Gott lernen kennen, du hast schon Ja gesagt zu ihm, du hast schon ein paar coole Sachen erlebt, du hast die Bibel gelesen, du hast das Gebet entdeckt, du hast schon ein paar Fingerprints von Gott in deinem Leben, wo du siehst, er hat gewirkt, hey, wow, cool, Gott gibt es. Und irgendwie ist alles so tiptop. Und du hast das Ticket, das One-Way-Ticket daheim in den Tresor eingeschlossen, dass du dir ja nicht mehr stellen kannst. Du hast das Flugzeug geflogen, dass du ready bist, das kannst du mitfliegen, in den Himmel. Aber hast du Hunger nach mehr? Oder bist du so im klassischen Bünzli-Schweizer-Leben angekommen? Ich rede ein bisschen provokativ, ich rede zu mir. Wenn's dir, vielleicht kannst du etwas mitnehmen von dem. Und du hast einen coolen Job, du hast coole Kollegen, du hast vielleicht sogar eine coole Beziehung, vielleicht sogar eine Familie, vielleicht sogar Kinder, vielleicht sogar ein Auto, vielleicht sogar, weiss nicht was. Und noch Gott hast du auch noch. Wow, haben cool, hey, gratuliere. Aber that's it. Eigentlich ein unattraktives, normales Leben. Ich bin bewusst provokativ heute Abend, umso mehr. Da hat noch mehr Pupf. Neume. Genau. Wenn wir hungrig sind nach mehr von dem Gott im Himmel, hey, der hat so viel mehr parat für dich, was du dir kannst, als du dir das vorstellen kannst. Wir denken so klein, wir denken so eingeschränkt, wir denken so langweilig für Gott, würde ich sogar sagen. Er hat so geniale Sachen für dich parat in deinem Leben.
Und wenn du dich immer limitierst in deinen Gedanken, du dich immer limitierst mit dem, was du über dir aussprichst, schönes Leben wünsche ich dir. Du hast dich selber limitiert, du hast dich selber klein gemacht, du hast selber nicht geglaubt, dass Gott mit dir etwas Besseres und Größeres erreichen kann, als du dir zutraust. Und weißt du, was das Krasse ist? Glauben fängt dort an, wo du es selber nicht mehr kannst. Glauben fängt dort an, wo du es selber nicht mehr kannst. Und nimm das mal mit, das Leben gibt schon eigentlich Stoff für den ganzen Abend. Und ich möchte dir ermutigen, dass du deinen Glauben immer wieder experimentierst und neu auffrischst mit Sachen, die du vielleicht noch nie gemacht hast. Im Bibellesen etwas Neues ausprobierst, im Beten mal vielleicht für Nachbarn beten. Ich bete für meinen Nachbarn, der Bauer ist, dass er einen fruchtbaren Bauernhof hat, zum Beispiel. Und ich bete auch für andere Menschen, nicht nur für meine Sachen. Vielleicht kannst du im Worship neue Sachen ausprobieren. Das muss nicht singen sein. Das kann einfach dankbar sein für Sachen, die Gott dir ins Leben hineingibt. Natur, ich liebe Berge, ich liebe Berge. Ich habe Heimweh nach Schocke und Wein und den Bergen. Ich liebe Berge und ich bin echt dankbar für die Berge und ich sage es immer wieder. Ich bin dankbar für mein Haus. Ich bin so dankbar für meinen kleinen Bub. Ich bin überwältigt von gewissen Sachen in meinem Leben, dass die überhaupt so sind passiert, wie sie bis jetzt sind passiert. Und manchmal singe ich noch, genau, das liebe ich auch noch. Entdecke ich Gott wieder neu und was entfacht die Glauben neu. Und wir lesen in 2. Timotheus 3, 16 bis 17, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Lass dich von Gottes Wort leiten, unterweisen. Lies Gottes Wort. Es gibt so viele ultimative Master Anleitungen, die dir alles versprechen von Gesundheit, über schnelles Geld machen, über erfolgreich sein, über gut können reden, über gut aussehen, über schnell abnehmen und was auch immer. Und wenn es eine Anleitung gibt für dein Leben, die du musst dabei haben, dann ist es Master-Master-Master-Anleitung, Bedienungsanleitung für dein Leben, die dein Produzent, nämlich Gott persönlich, hat für dich geschrieben. Und wenn du bleibst stecken im Leben, wenn es ein Default, eine Fehlermeldung gibt, dann geh das Buch nehmen und schlag mal auf Seite XY, wo dir die Antwort gibt auf das Problem, das du hast. Und find heraus, wie du es mit Gott zusammen kannst lösen kannst, weil es gibt keine bessere Anleitung für dein Leben als die von deinem Produzent. Also wenn du ein Gerät kaufst, von Sony, dann gehst du nicht, wenn du einen Fehler hast, bei Sony Stereoanlage, die Bedienungsanleitung von Panasonic holen. Weil dort steht auf der Seite XY ganz etwas anderes drin und dann explodiert deine Anlage am Schluss. Genau. Unter Umständen. Lass dich von Gottes Wort führen und lass dich inspirieren, lass dich ermutigen, lass dich korrigieren. Lass dich korrigieren. Gott, der sagt schon, was er nicht cool findet und du merkst es sogar. Man weiss nur, man nicht merkt, immer wieder. Die Beziehung mit Gott kann dich inspirieren. Die Beziehung mit Gott kann dich führen. Du kannst jetzt fragen, hey, soll ich das oder das Studium machen? Soll ich den oder den Job nehmen? Aber wir fragen nicht. Gott hat das Potenzial, wirklich Step by Step mit dir unterwegs zu sein. Er wartet jeden Tag darauf, jeden Morgen darauf, voller Enthusiasmus. Die Frage ist, ob du und ich, ob wir uns einklinken. Und wenn wir mit dem Glauben wachsen, wachsen wir geistlich. Und wenn wir geistlich wachsen, wachsen wir automatisch persönlich. Und du kannst es nicht trennen. Du wachst geistlich und du wachst persönlich. Und ich möchte dir ermutigen, dran zu bleiben, weil das Krasse ist, am Schluss heisst es in diesem Vers, so werden wir befähigt, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Wenn du wachst im Glauben, dann machst du es geistlich und persönlich und du wirst befähigt, in jeder Beziehung Gutes zu tun. In jeder Beziehung Gutes zu tun. Du kannst sagen, hey, ich bin die Hoffnung. Ich bin die Hoffnung, ich bin fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Wachst im Glauben. Jemand, der das gemacht hat, er hat eine Situation erlebt, wo er den Glauben neu entdeckt hat und gewachsen ist. Schauen wir mal rein, Andi Bächler vom ISF Thun. Für mich war der Glaube eigentlich schon immer ein wichtiges Thema als Kind, als Jugendlicher. Später habe ich geheiratet, wir sind Familie geworden. Es hat immer eine Rolle gespielt. Wenn ich aber ehrlich bin, war mein Glaube vieles im Kopf, es war Wissen. Und manchmal in diesem ganzen Alltagsstress und Druck war meine Spiritualität eigentlich nicht so gesund. Vor etwa 8 Jahren bin ich in eine tiefe Lebenskrise hineingeschlittert. Mir ist es so schlecht gegangen wie noch nie zuvor. Und es hat dazu geführt, dass ich zu
keiner Person mehr wirklich Vertrauen hatte. Und sogar ehrlich, Leute, die ich sonst sehr nahe hatte, ich habe gemerkt, die können mir nicht helfen. Mir ist Hilfe angeboten worden, aber es hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und in meiner Verzweiflung habe ich gemerkt, jetzt kann mir Gott helfen. Und es ist wirklich nur Gott, der helfen kann. Ich bin dann sehr viel rausgegangen in die Natur, wo ich absolut allein war. Und ich habe angefangen, Gott zu suchen. Ich habe mit ihm versucht, anfangen zu reden. Ich habe manchmal sogar geschrien in die Natur raus. Und dann ist etwas passiert, das hätte ich nicht so erwartet. Gott hat zu mir angefangen zu reden. Durch meine Gedanken, klar und unmissverständlich. Ich habe das mega aufregend gefunden, ich habe das vorher nicht gekannt. Es war ein Dialog, wie mit einem Freund. Und ich habe gemerkt, ich habe Fragen stellen und sie Antworten kommen. Und in diesem ganzen Prozess ist mir ehrlich zuerst gar nicht aufgefallen, dass in mir sich so etwas wie ein tiefer Frieden ausbreitet. Manchmal habe ich eine Freude in mir gespürt, die übersprudelt hat. Und ich habe realisiert, ehrlich ist es paradox. Ich bin in der tiefsten Krise von meinem Leben innen, eigentlich sollte es mir schlecht gehen. Und in dem innen erlebe ich etwas, eine Freude, die ich vorher gar nicht so kennt. Und eigentlich geht es mir tief in mir extrem gut. Das Erlebnis, Gott so zu erleben, hat mich geprägt. Seitdem ist das für mich das Größte, was es überhaupt gibt, Zeiten mit ihm zu verbringen, mit Gott zu verbringen und er in mein Leben hineinredet, mit ihm einfach abzuhängen und merken, ich kann mit ihm zusammen sein wie mit einem Freund. Zu hören, was er mir sagen will. Und ich merke, seitdem ist mein Leben ein Abenteuer. Es ist wirklich eine aufregende Reise, die ich vorher nicht gekannt habe und seitdem nie mehr vermissen will. Ich stehe auf am Morgen und ich weiss, ich habe Gott an meiner Seite, der will mit mir, mit meinem Leben eine Geschichte schreiben. Und die ist eine Spannung, fast nicht zu überbieten. Ich bin der Andi. Das ist meine Geschichte. Jesus will mit dir ein Abenteuer erleben. Er will eine Beziehung haben mit dir, ganz persönlich. Und wenn du heute am Abend hier bist und du merkst, dir fehlt die Beziehung zu diesem Jesus, dir fehlt die Beziehung zu Gott, du hast diesen Anknüpfungspunkt noch nie gefunden, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du das Gebet mit mir mitbeten kannst. Und du kannst sagen, ja, ich will den Entscheid treffen, ich will eine Beziehung starten mit dem Jesus, der das Abenteuer parat hat für mein Leben, der zu mir persönlich reden will, der mich ermutigen will, der mir helfen will, Schritte zu machen in meinem Leben, dass ich wachsen kann, in die Reife rein und durch das kann Segen sein für andere Menschen. Kommen dir alle die Augen zu und ich möchte dich einladen, dass du einfach, wenn du jetzt merkst, hey, das bin ich, das ist mein Turn, das ist meine Möglichkeit, um einen Step machen in meinem Leben, möchte ich dich jetzt einladen, dass du einfach mit mir ganz persönlich das Gebet mitbetest. Und wir beten als Church alle Leute mit, ich bete es vor und ihr könnt es nachher beten. Und du kannst echt für dich, zwischen dir und Jesus, das entscheiden heute Abend. Hey, heute ist ein Turning Point in meinem Leben und es wird ein Abenteuer geben, jeden Tag, wo Gott auf mich wartet. Ich lade dich ein, mit mir das Gebet mitzubeten, wenn du merkst, du bist gemeint mit dem. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Bis jetzt habe ich ohne dich gelebt. Aber heute starte ich eine Freundschaft mit dir. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich lege dir alle meine Fehler her. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich entscheide mich, ein Leben mit dir zu leben. Und dir nachzufolgen. Danke, dass ich dein Kind darf sein. Amen. Amen. Hey, so gut. Herzlich willkommen in unserer Mitte, wenn du das Gebet hast gebetet. Und komm unbedingt nachher hinten zum Welcome Point. Wir wollen noch für dich beten, wir wollen dich segnen, wir wollen dir eine Bibel schenken und einfach den Weg mit dir starten, mit dir zusammen wachsen, mit dir zusammen das Leben teilen. Der zweite Punkt, wo wir ganz praktisch wachsen können, ist, ich investiere mir in Menschen. Wir können noch so viel Bibel lesen, noch so viel Beziehung mit Jesus pflegen, wenn wir nicht uns in ein Übungsfeld hineinbegeben. Und das Übungsfeld heisst Menschen, die uns um uns herum sind, die uns challengen, die es menschelt, wo es nicht immer easy ist, wo du gerade spürst, wie du ankommst und wie deine Wachstumsschritte prosperieren oder eben nicht. Dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Wenn du dich der Gemeinschaft entziehst, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Du brauchst jemanden, der dich ermutigt. Du brauchst jemanden, der dir die Wahrheit sagt, wie er es sieht. Du brauchst jemanden, der dich liebt. Du brauchst jemanden, den du lieben kannst. Du brauchst jemanden, der dir vergibt,
unter Umständen. Du brauchst jemanden, den du kannst ihm vergeben kannst. Du lernst Vergebung in dem Sinne, weil zwischen Menschen explodieren manchmal Sachen, die nicht so cool sind. Und dann darfst du das lernen, wie das funktioniert. Du brauchst jemanden, der dich unterstützt in den Situationen. Jemand braucht dich, der die Person unterstützt. Du brauchst Trost, jemand anderes braucht Trost. Und so weiter. Die Liste hört nicht mehr auf. Menschen brauchen dich und du brauchst Menschen. Und wenn du nicht in das Übungsfeld hineinbegibst, wo Gemeinschaft bedeutet, für Wachstumsschritte zu machen und zu testen und zu schauen, ob du auf dem richtigen Weg bist, dann wird es schwierig. Und du und ich, wir sind alle Herausforderungen und Versuchungen ausgesetzt. Aber du und ich, wir sind dazu bestimmt, mit diesen Situationen richtig umzugehen. Und erfolgreich umzugehen. Aber dazu brauchst du Menschen. Nebst Gott brauchst du dazu Menschen. Oder dürfen ganz offen und ehrlich in dein Leben hineinreden. Oder dürfen sagen, wie sie dich sehen, wie sie dir leben. Oder dürfen wissen, wo du wachsen willst. Wissen, wo du dich verändern willst. Dass sie dir ein Feedback geben können, ganz ehrlich. Und sagen, hey, sorry, Andi, du sagst, du willst wachsen, du willst ins Fitness gehen, du gehst nicht, also in ist ein Witz. Willst du oder willst du nicht? Oder was es auch immer ist. Ich habe gerade eine wunderbare Situation erlebt. Es war noch nicht heute Morgen, es war noch gestern Abend. Später war im Bett. Das sind die wunderschönen Situationen, wenn du tot müde bist und deine Frau mit dir etwas ausdiskutieren, was sie nicht so toll findet. Und wenn du es nicht machst, dann hast du am nächsten Tag eine umso größere Diskussion. Und wenn du das immer noch nicht machst, dann hast du gar keine Frau mehr irgendwann. Ja, aber das ist das Leben. Das ist das Leben. Das Leben teilen. Und der beste Spiegel ist, in meinem Leben ist definitiv Rahel oder mein kleiner Sohn, der Noah, der manchmal Sachen sagt, die ich gesagt habe, und ich dann denke, oh, genau. Begib dich in so eine Gemeinschaft hinein. Ich frage dich heute Abend, ob du Menschen in deinem Leben hast, die dir ins Leben hineinreden dürfen. Ob du Menschen in deinem Leben hast, die dir besser helfen machen dürfen. Und ob du Menschen in deinem Leben hast, die du helfen darfst, sie besser machen. Überwind die Angst, dein Herz in dem Sinn zu verschenken und die Hosen runterzulassen und einfach in einem engen Kreis so zu sein, wie du bist. Ihr wisst deine Meinung, genau. Hilfe, 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 Hilfe. Und mein dritter Punkt ist, wachs im Alt. So cool, du bist mit Gott unterwegs, du hast sehr viel erkannt, du bist frisch im Glauben, du hast frisch im Glauben, oder frisch im Glauben, habe ich wohl sagen eigentlich. Du merkst, was Gott dir sagt, du merkst, was Gott von dir will, du weißt, wo er her will mit dir. Haben wir gut. Du bist in einer Gemeinschaft drin, mit Menschen, die dich schleifen können, wo du so sein kannst, wie du bist, und wo du so ein Feedback bekommst, wie du wirkst. Wow, super. Hände gut, das ist wirklich gut. Aber wenn du jetzt nicht rausgehst, ist es für nichts. Wenn du es für dich behaltest, ist es für nichts. Lass uns rausgehen mit dem. Lass uns rausgehen mit dieser Reife. Lass uns rausgehen mit den Erfahrungen. Lass uns rausgehen mit diesen Wachstumsschritten, die wir gemacht haben, in einem safe place, mit Gott und mit Menschen, die uns nahe sind. Und lass uns das weitergeben. Du bist zum Besten voll von Sachen, die du weitergeben kannst. Von Liebe und von Hoffnung und von anderen guten Sachen, die du schon durchgecatcht hast, die andere im Durchcatchen sind. Und dann bis in die Hoffnung. Und wir haben so ein geniales Poster. Du kannst dir noch eins nehmen, wenn du es noch nicht kennst. Und da haben wir die zwei Bibelfersen drauf, die so der Backbone sind von I'm the Hope. Und wir haben es ein bisschen angepasst, ein bisschen direkt, dass es ein bisschen scharf und ein bisschen bissig ist. Und das heisst, ich öffne dir die Augen des Herzens, damit du erkennst, was für eine Hoffnung ich dir gebe. Ich berufe dich. Ich halte ein wunderbares und reiches Erbe für dich bereit. Du gehörst zu meinem heiligen Volk. Ich bin mit einer überwältigenden Kraft durch dich am Werk. Geh hinaus in die ganze Welt. Gewinne Menschen dafür, mir nachzufolgen. Taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehre sie, so zu leben, wie ich es dir aufgetragen habe. Ich bin immer bei dir bis ans Ende der Welt.
Du kannst eine Beziehung mit Jesus leben, du kannst eine Beziehung mit Menschen leben, du kannst dich immer besser machen, aber irgendwann muss es raus, irgendwann muss es weiter. Und das Hauptziel von Gott für dich und für mich ist, dass wir die Welt auf den Kopf stellen für ihn. Nicht für uns. Nicht, dass wir das alles machen, dass wir eine Kuse und nachher in die First Class in den Himmel fahren oder fliegen. Weil wir es verdient haben, weil wir so tolle Typen und Typinnen sind. Nein, das Ziel ist, dass wir Menschen begegnen, dort wo sie sind. In der Welt draussen. Nicht in diesen vier Wänden, nicht in deinem Safe Place, nicht in deiner stillen Zeit drinnen. Das dient dazu, dass wir die Hoffnung sein können. Und lasst uns rausgehen und der Glaube lebendig werden. Der Glaube testen und ausprobieren und auch Menschen ausprobieren, wie das ankommt. Und Praxiserfahrung sammeln. Und das challenge dich noch einmal, das bringt dich noch einmal in ein neues Level rein, weil du nicht nur vom Hören sagen, Sachen hörst und Storys erlebst und Abenteuer mit Gott hast erlebt, sondern du hast es selber erlebt. Du weißt selber, was es bedeutet, Menschen zu begegnen, dort wo sie sind. Und du hast so viele Begegnungen jeden Tag, wo du die Möglichkeit hast, einfach einen Unterschied zu machen. Mit deinem Lifestyle, du musst nicht immer Jesus bringen. Du kannst echt dich bringen. Mit allen Ecken und Kanten, die du noch hast, du wirst nie perfekt sein. Und bis dann wartest, verpasst du schon wieder alles. Aber gang raus mit dem Setting, das du jetzt hast, und du kannst Menschen für Menschen Hoffnung sein. Und ich habe das Privileg, in Kirche angestellt zu sein. Aber ich will nicht bis 65 Kirche organisieren. Ich will Kirche leben. Mit dir und mit mir. Ich will nicht einen schönen Sonntag leben mit euch zusammen. Wow, du hast gut geredet, das war noch schön. Und aber wenn Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag nichts passiert, und ich rede auch zu mir, wenn nichts passiert, hey, dann sind wir ein frommer Wellnessclub. Ohne Mitgliederbeitrag. Wirklich. Ich bin bewusst ein bisschen provokativ. Ich will nicht bis 65 Kirche organisieren, weil es echt Fakt. Und hey, ich bin Fan davon, Kirche zu organisieren, im Sinne von, dass wir eine starke Homebase brauchen. Dass wir einen Ort brauchen, wo du herkommen kannst, wo du gechallenged werden kannst, wo du geliebt werden kannst, wo du rennen kannst, wo du lachen kannst, wo du eine kleine Gruppe hast, die zu dir schaut, die dich kennt, wo du kannst deine Talente investieren kannst. Ich liebe das. Aber wenn es bei dem bleibt, dann ist es tot. Dann tun wir unsere Hoffnung, die wir haben, für uns behalten und sie geht nicht aus. Und genau das ist das Ziel von Gott mit dir und mit mir. Er will die Welt auf den Kopf stellen. Darum lasst uns rausgehen. Und das Coole ist, dienen macht glücklich. Dienen macht glücklich im Sinn von, du gehst jeden Tag arbeiten und irgendwie zu arbeiten ist nicht mehr so aufregend unter Umständen, oder? Kennst du das? Sogar bei mir, ich kenne nicht. Und dann gibt es eine Situation, wo mein Leben reinkommt, und ich checke es und ich mache es. Ich diene dieser Person irgendwie. Und ich kann sagen, hey, wow, das war ein krasser, cooler Tag. Nicht, weil ich arbeite, nicht, weil ich zu Fitness bin, nicht, weil ich das Mittag gegessen habe mit einer Person, die ich schon seit Jahren kenne, sondern weil ich einer Person begegnen konnte, dort, wo sie ist, wo ich echt einen Unterschied machen konnte. Ich sage nicht, dass alles andere nicht gut ist, verstehe mich richtig, aber ich will den Punkt herausstellen. Und manchmal musst du einen Termin verschieben mit altbekannten Menschen, die dir lieb sind, um jemandem zu begegnen und für jemanden Zeit zu haben, der genau das jetzt braucht. Lass uns ein bisschen mutig, ein bisschen crazy werden mit unseren Terminkalendern, die eh übervoll sind, um Menschen zu begegnen. Weil du hast etwas zu geben. Ja, die Welt ist voll von Möglichkeiten und das ist echt das, was mich begeistert. Und ich bin selber hier challenged. Ich bin hier challenged. Ich gehe morgen wieder arbeiten. Und ich begegne so viele Menschen auf meinem Arbeitsweg, beim Heimgehen und wo immer, während ich am Arbeiten bin. Und ich will zu lernen checken, wo Gott mich brauchen will. Und ich will sehen, wie etwas passiert in unserer Stadt. Ich will sehen, wie etwas im Hubu passiert, wo ich wohne. Und ich will sehen, wie in meinem Leben etwas passiert. Und wenn ich zusammen aufstehe, noch kurz ein paar Gedanken weitergeben zum Wachsen. Im Johannes 10,10 steht, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben in Fülle, in ganzer Fülle. Und Jesus ist gekommen, um dir Leben zu geben in ganzer Fülle. Und lasst uns das Leben in ganzer Fülle entdecken, indem wir Schritte machen, mit Gott im Glauben, persönliche Schritte machen, dass wir uns reflektieren, dass wir vorwärts gehen und dass wir Schritte machen, raus zu den Menschen, die Gott uns anvertraut. Und ich glaube, so können wir Leben in ganzer Fülle entdecken. Und Gott, der tut es dann noch quadribeln. Oder quadrablen, oder wie man auch immer sagt. Das war ein englisches Wort, genau.
Er macht es noch viel krasser. Aber ich glaube, unser Job ist einfach anzufangen. Und wenn du anfängst, dann wirst du mutig, wirst sicher, wirst happy, wirst herausgefordert, wirst deprimiert. Zwischendurch auch, weil es nicht funktioniert hat. Aber hey, welcome in the club. Darum haben wir eine geile Homebase, eine starke Homebase, wo du kannst herkommen und sagen, hey, es ist challenging. Ja, willkommen im Boot. Es ist challenging. Aber schau mal, was Jesus gemacht hat. Es war nicht happy, clappy, Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Aber er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Dank ihm bist du jetzt hier, weil er etwas gestartet hat. Er hat nicht gesagt, oh ja, die paar Essen mit diesen komischen Typen und Typinnen, die streichen lieber, ich gehe lieber mit meinen Kollegen eins ziehen. Ich will noch für dich beten. Jesus, merci für den heutigen Abend. Merci, dass du uns so richtig herausforderst. Und ich danke, dass du wirklich mit uns willst, die Welt verändern, Jesus. Unsere Welt, in der wir wachsen können. Die Welt der Menschen, die du uns anvertraust, indem sie uns begegnen, weil wir der Anknüpfungspunkt sind für sie, weil wir die Menschen sind, die ihnen Hoffnung bringen können. Durch unsere Lebenserfahrung einerseits und andererseits durch das Leben, das du uns hineingelegt hast, Jesus. Und ich gebe dir all die Angst, all die negative Erfahrung, die wir vielleicht auch schon gemacht haben, her. Und ich strecke mein Herz dir her und sage, Jesus, wir wollen History Makers werden in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Dorf, in unserem Umfeld, in unserer Schule, in unserem Arbeitsort. Für dich, Jesus. Und ich danke, dass du uns brauchst, ich danke, dass du uns hilfst checken, die Begebenheit und die Situationen, die du uns bewusst schenkst und uns bewusst einstellst mit Menschen. Und ich danke, dass du uns dort Weisheit schenkst, dann richtig reinzuwirken. Mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben, und das lenkt. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns ausgesucht hast, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Amen. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn es sie stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjöstichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.